Mit seinem letzten Stück, das Regisseur Mirko Borsch für das junge Schauspiel Hannover inszenierte, begeisterte er Publikum und Presse. Er wagte sich an das aktuelle Thema des Amoklaufs in Schulen und inszenierte dies in einem furiosen und beängstigenden Gang durch die Tellkampfschule. In seiner neuen Inszenierung Christus, Monster of Münster, holte er sich seine Inspiration aus der Geschichte und entweckte die Zeit der Wiedertäufer zu Münster zu neuem Leben. Ob ihm dies gelungen ist, zeigen uns nun Arthur Klippert und Lies Wolf. Christus, Monster of Münster, das Theaterstück, das gerade im Ballhof 1 in Hannover zu sehen ist, erzählt die tragische Geschichte des Wiedertäuferreiches von Münster, das trotz biblischer Berufung an sehr menschlichen Unzulänglichkeiten scheiterte. Was mich interessiert hat, war einfach diese grundsätzliche Sehnsucht nach Freiheit der Münsteraner. Also sprich, ich glaube nicht, dass es ein rein religiöses Phänomen ist, sondern dass es eigentlich, was mich überrascht hat, war im Prinzip so eine Art erste kommunistische Kommune auf deutschem Boden, von der ich vorher nie was gehört hatte. Und dass quasi diese Idee von Gleichheit, Gütertrennung bis hin zur Polygamie ein Phänomen ist, was ich niemals in dieser Zeit verortet hätte. Ein Kreis frommer Frauen und Männer. Täufer. Wieder Täufer. Es ist eine ganz sensationelle Geschichte eigentlich einer sehr frühen, man kann sagen revolutionären Bewegung, in der sehr viele Denkweisen von Utopien des 20. Jahrhunderts oder auch des 19. Jahrhunderts vorweggenommen wurden. Trotz der großartigen Inszenierung mit Licht und Nebel kann sich die eigentliche Geschichte des Jan von Leidens teilweise neben der komplizierten und sehr lauten Geräuschkulisse nicht behaupten. Es wurde aber Wert darauf gelegt, dem Publikum das Chaos und die Brutalität dieser Zeit nahezubringen. Für uns war relativ früh klar, wir wollen nicht mit, 700 Litern Blut oder sowas arbeiten, weil wir gemerkt haben, dass die Reaktion des Publikums sofort, sag ich mal, auf eine oberflächliche Art der Provokation reduziert werden würde. Und haben daher versucht, uns eigentlich eher an den, ich nenne es jetzt mal, den Gemälden des Grauens, also an biblischen Themen, auch an Renaissance-Gemälden etc. zu orientieren. Die Meinungen des Publikums waren gemischt. Ich finde es auch ganz gut inszeniert, auch von dem Licht her und mit Musik kann man ja viel mit der Stimmung her, so, glaube ich, rüberbringen. Hier kann man die ganze Zeit nur so gucken, weil man nichts sehen kann, weil die Augen sonst kaputt gehen. Das Bühnenbild ist toll, das finde ich schon mal. Und auch die Umsetzung, also sehr kreativ, aber dennoch verständlich. Und man muss genau hinhören, um, finde ich, so bestimmte Äußerungen mitzunehmen und zu Hause auch nochmal zu. Also es gibt einiges, was man mitnehmen kann, finde ich. Nach 2,5 Stunden bleiben auch bei uns Schock, Betroffenheit und viele offene Fragen. Ja,